Hallo und herzlich willkommen, Leute, bei einer weiteren Runde LOL. Ja, falls ihr mich nicht kennt, ich bin's, der Gordon. Und zuerst möchte ich mich bei dem YouTuber Greyflash für die wunderbaren Let's Plays in League of Legends bedanken. Er hat gestern ein Video hochgeladen, wo es heißt, dass er doch mit League of Legends aufhören möchte. Ja, an der Stelle fühle ich gegrüßt und an alle anderen, die mich jetzt so das erste Mal jetzt kennenlernen. Wie gesagt, ich bin der Gordon, ich bin ein League of Legends Gelegenheitsspieler, also ich spiele jetzt nicht jeden Tag, ab und zu nur halt. Und ich dachte, ich nehme das heute mal auf. Ja, ihr seht schon, ich spiele Brand und ich habe den Spielmodus Aram ausgewählt, das heißt, gleich wird es erstmal richtig schön Teamkämpfe hageln. Ich hoffe, ich stelle mich nicht ganz so nubig an, also verzeiht mir, falls ich irgendwelche Fehler mache. Und ja, falls ihr Tipps, Tricks und Strategien habt oder sagt, oh mein Gott, was hat er sich da gerade gekauft, er sollte sich doch besser was anderes kaufen, schreibt es in die Kommentare, dafür ist die Box da. Und schaut auf meinem Kanal CamperHive ruhig mal vorbei, da gibt es noch verschiedene andere Let's Plays, unter anderem von LOL, aber auch von Battlefield 3, Call of Duty, Minecraft und DayZ Origins aktuell. Das sind so die Projekte, die ich regelmäßig hochlade, also mindestens täglich ein Video, wenn ich mal mehr Zeit habe oder die Internetleitung gut ist, dann lade ich auch mal mehrere Videos täglich hoch, so 2 bis 3. Ja, und ich mache auch sehr viel mit meiner kleinen Community, also ich habe gerade 145 Abonnenten und ja, mit denen, manchmal lade ich die halt auf meine Minecraft-Map ein oder mach mit denen zusammen eine Runde LOL, dann treffen wir uns bei Skype oder Teamspeak, je nachdem was man hat. Und ich würde mal sagen, wenn ihr Lust habt, abonniert mich oder vorher schaut mich einfach mal an, meine Videos und schreibt mir meine PN, falls ihr irgendwelche Fragen habt, ich beantworte die gerne. Und dann, wenn euch mein Kanal gefällt, könnt ihr ihn ja gerne abonnieren. Also ich denke mal, das ist ganz wichtig, dass man das als kleiner Kanal immer wieder betont, weil nur so wird man halt bekannt, wisst ihr, wenn man halt seine, ich sag jetzt mal, Zuschauer dazu bringt, einen weiter zu empfehlen, weil ich denke mal schon, dass ein bisschen Potenzial in diesem Kanal hier drin steckt. Und ja, ich möchte halt die Erfahrungen, die ich in League of Legends mache, mit euch teilen. Also, jetzt geht's los. Und zwar kaufen wir uns als erstes natürlich die Laufstiefel. Und ich weiß leider nicht, was ich mir hier genau kaufen soll. Also, Brand spiele ich so das erste Mal, das ist jetzt eine Autozuweisung. Deswegen spare ich jetzt auch noch ein bisschen Geld und ich muss mir jetzt erstmal die ganzen Sachen hier durchlesen. Feuerball. Brand beschwört eine kräftige Explosion bei seinem Ziel, wodurch diese 70 Schaden erleidet. Ist das hier in Flammen gehüllt, breitet sich der Feuersbrunst in den Gegner aus. Also Flammen gehüllt ist das hier, denke ich mal, ne? Nee. Was ist? Aha. Also die müssen in meiner Nähe sein. Gut, dann mache ich mal das. Ach, ich nehme einfach mal alles. Ich kenne das halt nicht. Also, los geht's. Das ist halt so ein Feuerball. Das ist so... Okay, da weiß ich jetzt Bescheid. Ich versuche mein Bestes. Und los geht's. Okay, also aktuell machen die Fähigkeiten, ich sag jetzt mal, noch nicht so viel Schaden. Aber ich denke, ich habe verstanden, dass man Brand auf AP spielen muss. So viel weiß ich. Naja, gut. Wie gesagt, falls ich mich zu nubig anstelle, bitte werfen, zeigt es mir. Also, ne? Ist ja ist nicht so, dass man mich dann beleidigen müsste, blablabla. Könnt ihr natürlich machen, falls ihr es möchtet. Also, die Nieder, die kannst du nicht weit werfen. War das in meine Ulti? Vernichtender Feuerwirbel, der bis zu 5 Gegner verfolgt, alles klar. Also ich hab so langsam... Ey! Alter, der kleine komische Feuerteufel, der macht mich ja kaputt. Ich hab das Gefühl, dass man mit Brand, oder Brand, je nachdem, ne, sehr viel Abstand halten muss, kann das sein.
Also es scheint mir jetzt auch nicht der schlimmste Champ zu sein, den man so kennt. Also reinhauen tut er nicht. Aber das Spiel ist einfach falsch, das kann natürlich auch immer sein. Vielleicht sollte ich auch einfach erstmal leveln. So, jetzt weiß ich schon nicht weiter. Ich glaube, ich sollte die W erstmal ausbauen. So eine Reichweite hat die jetzt auch nicht. Aber ich könnte ja mit der Kombination mit Vegas Stun und meiner W, glaube ich, doch ein bisschen mehr Schaden haben, oder? Ja doch, also der Schaden, wenn man es denn jetzt mal so richtig eingeschätzt hat, geht's gut. Aber ich weiß ja noch nicht, wie man hier mit der Passive die Gegner in Flammen holt. Das habe ich noch, glaube ich, verschenkt. Ich mag es mal die B, also es kann nicht schlecht sein, glaube ich. Ah, okay, also das, sobald diese Kugel ankommt, also die geht nicht durch die Gegner durch, die bleibt dann da. Alles klar. Oh je, das hat gut Schaden. Ich denke mir, sobald ich jetzt gleich, ich hoffe es nicht, aber sobald ich das erste Mal gestorben bin und mir ein paar AP Items hole, wird sich das dann doch nochmal steigern mit dem Antworten. Okay, da habe ich meinen ersten Support bekommen und irgendwie Heal und Flash benutzt. Ich weiß auch nicht wieso. Ah, jetzt habe ich einen Ulti, so, Moment, die muss ich mir zum Beispiel schließen. Ein verdichten Feuerwirbel, der bis zu 5 Gegner abprallt und dabei 250 magischen Schaden verursacht. Okay. Also der wandert quasi so weiter, natürlich immer geil. Oh, da der Chaco. Den kann ich mir nochmal holen, oder? 150 Schaden. Und ich könnte allgemein, ich meine, ich werde ja noch nicht. Oh Gott, erstmal vergiftet, scheiße. Ich werde ja am Anfang noch nicht direkt, ich sag mal, einen Kill machen. Also kann ich ruhig mal reinhalten. Ja, Nidalee. Du willst mich unbedingt, ich weiß. Okay, damit hat er erstmal gestorben. So, das heißt, Magiedurchdringung. Werden wir es jetzt erstmal holen. Resistenz wollen wir ja nicht. Laubtempo. Magie-Durchdringung. Die holen wir uns und dann holen wir uns Fähigkeitenstärke. Den hier. Gibt es irgendetwas, wofür man das Buch noch braucht? Genau. So. Und da habe ich kein Geld mehr. Doch, noch ein bisschen. Also. So, jetzt sollte ich ein bisschen mehr. Ja, das sieht gut aus. 50 Schaden auf alles. Besser als nichts. Alter Schako. Da hat mich die Nidalee erwischt. Eher unschön. Was sagt dieser Zirkel eigentlich aus? Hab ich ja keine Ahnung.
Ja, das hat gesessen, was Schacke. So, ich hab mein Ulti wieder. Versucht jetzt. Das haben wir zum Glück gesucht nochmal. Und los geht's. Und wir haben unseren ersten Kill, Leute. Oh, das war jetzt eine Kombo aus W und ja. W und R. Ich hoffe, das macht. Das habe ich jetzt richtig gemacht. Ich weiß es nicht. Und da haben wir unseren zweiten Kill. Und da haben wir unseren dritten Kill. Jawohl, eine Doppeltötung. Oh, warte, den Heal kann ich dir auch lassen, Zed. Oh, auf einmal läuft das. Also, es kann natürlich jetzt auch nur Zufall gewesen sein. Anfänglicher Euphorismus, deswegen sollte ich jetzt nicht drücken. Killgeil, wie ich bin auf dem Tower drauf dann. Wenn die Nidalee noch daneben steht. Vor allem nicht, wenn wir noch zwei Vasallen haben. Dachte ich mir nämlich. So, 3 zu 1. Aber hör mal, der macht Spaß, der Champion. Komm, da legen wir jetzt noch so einen Feuerball rein. Vielleicht ist Nidalee hier reingefallen, ich weiß es nicht. So, dann können wir wieder was ausbauen. Und auf. Oh Gott, das ist nicht zwei Stunden. So. Aber ich glaube, ich muss auch die E mal ein bisschen ausbauen. Die scheint mir auch recht stark zu sein, wenn ich sie dann richtig mache. Ich bin die Flamme, die die Welt reinigt, sagt Brand. Das ist, ich sag mal, aufmunternd. Reinigt oder hat er wirklich reinigt gesagt? Das ist ja schon fast, kriminell. So, ich habe wieder meine Ulti, die müssen wir aber schlau verbuchen. Nicht so wie das erste Mal. Wie viel Schaden macht ihr jetzt? Knapp 200, okay. Also, drauf, drauf, drauf. Und wieder ein Kill. So muss das. Oh Gott. Also, so doof steche ich, glaube ich, gerade gar nicht an. Also, ich bin halt nur so unsicher im Moment, weil ich nicht weiß, wie ich mit diesem Champion spielen soll. Das Prinzip von LOL habe ich schon verstanden, Leute. So. Die wollte jetzt auch mal ausbauen. Macht jetzt mehr Schaden. 150 insgesamt. Oh Gott. Oh Gott, da wollte ich jetzt unbedingt einen Kill haben. Aber das ist ja nochmal gut gegangen. Ey. Das war eigentlich. Ach, das war nur Shakos Geist. Beziehungsweise sein Double. Naja, gut. Nein! Ah, warte. Ja, Mann. Er hat gesessen. Aber ich bin fast tot. Oh, ich sterbe. Scheiße, ich wurde, glaube ich, vergiftet. Ja. Gut. Leben, Fähigkeiten, Stärke, Fähigkeitenstiebe, magische Schaden ignoriert. Ah, das ist gut. Dann nehme ich einmal das. Und dann gehen wir nochmal hier auf die Tränke. Die sind meiner Meinung nach sehr wichtig auf dem Modus. Ne? Und dann wollen wir auf die Rabadon mal sparen. Und wenn wir uns den großen Stab kaufen, ich glaube, das ist der große Stab. Übergroßer Stab, ja. Wenn wir uns den kaufen können, verkaufen wir uns hier Dorans Ring. Genauso machen wir das. Das ist völlig legitim. So. Ja, das war wieder nur Shakos Geist, ich habe mich schon erschrocken. Aber 9 zu 19, das sieht nicht gut aus für uns. Ah, kacke, ich bin ja hier vorne, ich dachte, ich wäre noch. So, schnell Ulti ausgebaut. Oh, da hinten ist ein Shako-Klon.
Ich weiß nicht, ob das schon geklont ist, deswegen werfe ich deshalb immer den Feuerball rein. Ja, und es war kein Schokoklon gemacht. Ich meine, wenn man noch mit der Ulti einen Kill macht, ist es doch okay, kurz diese 70 Sekunden abzuwarten. 86, naja gut. Who cares? Oh, ich hab noch einen gekillt! Wie war, das war jetzt aber Zufall. Wirklich, das war Zufall. Hammer geil. Das war Zufallstreffer, gut. Ich wusste gar nicht, dass der so lowlife in den Busch gegangen ist. Okay. Ja, ich habe momentan die meisten Kills aus unserem Team. Oh, Cassidy. Mach da keinen Scheiß. Ich glaube, ich werde gleich ziemlich schnell von denen gefokust. Ich glaube, die haben gleich keinen Bock mehr auf mich. So. Ja, gut, da habe ich direkt mal die... den Speer von... hier die zu spät bekommen. Ich glaube, mit Brand wäre auch Zaubervampir hier gar nicht schlecht, oder? Was meint ihr? Da habe ich noch einen Kill bekommen. Hammer geil. Ah, da habe ich jetzt Leben. Holen wir uns das mal schnell. Und wenn man mir das auch noch lassen könnte, wäre das auch extrem geil. Kann ich noch das machen und das und das und weil war das nur der Klon, aber jetzt habe ich noch viel bekommen. Gut, wir steht 8:3 und ich habe Shaco eine Vierfachtötung. Das ist natürlich nicht so geil gewesen, aber naja. Ah, ich kann mir direkt die Rabadons kaufen. Ja, Tränke und Augen. Augen brauchen wir auf der Map ja, glaube ich, nicht so sehr, ne? So, Fähigkeiten, Stärke. Was können wir uns noch holen? Sanduhrenglas, Rüstung. Ich glaube, das ist eine gute Idee, ne? Ja, jetzt habe ich mittlerweile da 300 Instant-Schaden drauf. Da hoffen wir, hat der Tower eigentlich schon Schaden bekommen? Ja, gering. Du kannst dir auch Leben holen. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie viel Schaden ich mache. Hier etwas mehr als 300. Oh, da ist er down. Hammer geil, Alter. Wie viel Schaden mache ich hier? Ja, aber nicht so viel, aber das ist halt so ein Kettenblitz, würde ich jetzt mal sagen. Nachdem ich mir... ah ne, ich kann ja gleich nochmal entscheiden. Ich dachte, ich hätte schon das erste Item für das Sanduhrenglas geholt. Aber dem ist ja nicht so. Also dann hole ich mir noch gleich was, was mit Fähigkeiten, Stärke und mit Mana skaliert. Oh Gott. Oh, lass mich weg. Komm, Leute. Danke. Vorsicht. Ah, da habe ich noch einen Kill gemacht. Sauber. 10:3. Schade, das ist leider nicht meiner gewesen. Aber hey, ist das der Team Shaco? Nee. Ach, hätte ich jetzt mein Ulti gehabt, hätte ich eine Doppeltötung. Naja. Ah, scheiß Shaco. Hör mal, was macht er denn da oben? Tanzt er mit uns oder was? Und wieso gehe ich beinahe drauf? Wurde ich wieder vergiftet? Dieser Körper ist nur einer von vielen. Ja, da glaube ich dir. Du könntest selbst hier die Flamme oben sehen, ne, Brand? 10:3, das läuft ganz gut. Wenn ich nicht ganz blöd anstelle, bekomme ich noch den
Shinola Champ dahin. Okay, warte, das ist nicht gesund, wenn die da von oben so kommen. Gut, da fliege ich jetzt mal lieber. Jetzt habe ich wieder alles, Ulti, alles, so, bla. Ich könnte langsam mal viel verbrauchen. Beziehungsweise Geld brauchen. So. Scheiße! Da hat sich Schakka aus dem Gebüsch geschleicht. So, guck mal, was macht das? Ne, brauche ich nicht. Ich brauche Mana und Fähigkeit. Glanz. Das hört sich gut an. Gut. Und da ich ja jetzt hiermit schon ein bisschen Mana-Regeneration habe, kann ich mir ja noch ein zwei Heiltränke erlauben. Ja, wisst ihr was? Sicher. Ich hole mir drei. So. Dann rennen wir jetzt nochmal und wir machen mit Ansage Nidalee platt. Mit Ansage. Boah, das wird sowas von schief gehen. Oh, ich sag ja, das wird sowas von schief gehen. Ja, geil. Seht ihr, daran seht ihr halt, dass ich noch ein kleiner Noob bin, der das kann. Klar. Sagen, das war halt nicht umsonst. Es wird einfach nicht so viel Scheiß auf dem Weg. Nidalee, ja. Aber naja, mit der KD kann ich wenigstens Würde verlieren. Denn so sieht's mittlerweile aus. Ja, nicht. Also Gegner hat einen Ass und wir haben hier noch gar nichts erreicht. Und der Schakko, der teilt schon wieder aus. Mein Gott, nee. So. Dann laufen wir wieder los. Nein, wir geben nicht auf. Wir können ja noch ein paar Kills machen. Ausgeben. Ja, 4 zu 1. Ja. Aufgeben ist was für Loser. Da wurde ich kurz gescared. Das habe ich wohl mitbekommen. Oh, komm, rein. Oh, was mache ich denn da hinten? So, einmal den Flammenteufel spielen. Und dann da rein. Oh, scheiße, das ist nicht mein Kill gewesen. Oh, komm, wir jagen die jetzt mal ein bisschen. Ja, Mann! Da habe ich diesen... Wie heißt der? Twist? Nee, Nasus? Nee, Twitch, genau. So hieß er. Erstmal richtig hart penetriert. Und das sollte auch meiner gewesen sein. Jawohl. Jetzt noch den schnell. Können wir uns mal in der Zeit... Ah, wieso werde ich jetzt gelockt? Scheiße, wir haben keine Minions mehr da. So, vergreifen uns halt an die Minions. Schade. Schokolade. Oh Gott, da wird gerade Nasus zum weißen Nasus. Ich glaube, das ist sein Ulti. Und da habe ich ihn wiederbekommen. Und ich habe den Blutrausch. Das ist gut. Dann holen wir uns nochmal ganz kurz hier hinten das Leben. Golden Hamster. Oh mein Gott. Da wurde von einem goldenen Hamster. Na, danke von mir. Finde ich schön. Alter. Also ich komme ja bei Leuten immer noch nicht drauf klar, wenn die Sachen immer so schnell gehen. Unterzeichne sein Todesurteil, komm schon. Schade, ich dachte ich sag jetzt mal die Flamme, die rutscht noch weiter runter. Oh Gott. Oh Gott! Gib Gas! Gib Gas, Junge, gib Gas. Kann ich eigentlich als Brand entzündet werden mit Ignite? Ich glaube schon, jetzt wäre es zu unfair.
Oh, das war's. Nee, doch nicht. Gut. Ah, es sollte mir mehr ein bisschen mehr zutrauen. Also komm, können wir hier ruhig mal reingehen. Aber auch nur wenn es Sinn ergibt, würde ich mal sagen. Hier ist Shaco, geh sterben. Oder auch nicht. Warte mal, was kann das? Mana, Angriffsschaden. Angriffsschaden brauche ich nicht. Ich brauche nur Mana. So. Und jetzt irgendwas Zaubervampir-mäßiges. Kann ich noch was tun? Fähigkeitsstärke. Okay, nur mein Treffer. Angriff. Fähigkeitenstärke, das ist gut. Okay, den kann ich dann noch ausbauen hierzu. Angriffsstärke. Ich brauche eigentlich keine Angriffsstärke. Aber außerdem kann ich halt nur das bauen. Moment, ich muss jetzt... Ah, ich muss irgendwas kaufen. Ganz schnell. Mach das mal raus. Das ist bestimmt eine Grundlage für alles, ne? Ah, ich hole mir einfach noch so einen Lehrer. Ne, so einen Kristallrezeptor. Das hab ich noch nicht. Das sollte hinhauen. Was kann das eigentlich? Das gibt mir nochmal richtig kräftig Leben und Lauftempo. Gut. Alter. Langsam denn. Alter, dieses kleine Shaco-Ding, das sieht man nie, überhaupt nicht. Also ich zumindest übersehe das immer total schnell. ...14:6, das ist ganz so... oh Gott, ganz ordentlich. Komm, wir müssen uns zusammen da reinschmeißen. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh, das gibt Punkte, das gibt Punkte. Doppeltötung. Aber ich bin ignited, ne? Ich bin... Alter, hatte ich Glück. Ich bin nämlich vergiftet gewesen. Genau. Jetzt sollte ich mich aber echt zurückhalten. Wenn ich nur angepustet werde, bin ich tot. Deswegen bräuchte ich eigentlich ein bisschen Zaubervampir. Ich mache ja ordentlich Schaden. Das wird sich dann echt gut auswirken auf mein Leben. Alter, ich kann es vergessen. Oh. Haha, Alter, mach ich viel Schaden. Hammer geil und so. So, erstmal mit Load. Oh Gott, Nidalee, Speer! Ah! Oh. Shit. Ich habe noch Platz für Leben oder für 20 Fähigkeiten Stärke. Ich glaube, ich hole mir das Leben. 17:7, meine Damen und Herren. Und wir spielen schon 26 Minuten. Nein, Vega. Genug geweint. Das war auch klar, dass jetzt Kessel drauf geht, aber keine Panik. Der Brand ist da. Der wird euch jetzt erstmal richtig einheizen. Wow, was ein Wutsch. Ey, scheiße. Da war ich wieder zu killgeil, wisst ihr? Das ist mein Problem. Ich achte dann nur unten auf die Champions und nicht hier unten auf die Leiste oder meine Leben. Und so hat der Gegner jetzt einen Ass errungen und ich habe auf alles eine Ablenkzeit gehabt. Scheiße. Das einfach mal bitte rausdenken. Machen wir nicht. Die warten auf ihre Minions. Also, den Death bitte nicht ganz so ernst nehmen. Das war einfach wieder, wenn mein Verstand ausschaltet und einfach nur sagt, töte. Naja. Hammergeil. So, jetzt geht's los. Scheiße. Nein, wir geben nicht auf. Wir machen noch ein paar Kills. Oh, danke, Seth. Ja, da hast du Schiss bekommen. Was, Nidalee?
So, jetzt habe ich wieder alles. Mit alles meine ich wirklich alles. Dich habe ich gesehen. Alter, Nidali! Hat die mir Schaden? Ah, zwei Stakos von hinten. Ein Stako nur noch. Und da hinten ist Stako. Was macht der denn da? Spielchen. Ich glaube, er hat das erreicht, was er machen wollte. Er hat uns abgelenkt von der Sache, die vorne stattfindet. Doppeltötung Vega, der hat mir eine Dreifachtötung geklaut. Was ein Spacken. Meins. Ah, lass mich in Ruhe. Super Vasall. Super Vasall, lass mich in Ruhe. Hey. Hey, die sterben. Ich wollte gerade schon sagen. Oh, Nidalee, die hat aber auch eine Präzision. Mana, Rüstung, Ablenkzeit, Fähigkeiten, das hört sich gut an. Dann nehmen wir das nochmal. Obwohl, im Endgame 70 Rüstung mehr oder weniger bringt es eigentlich auch nicht mehr, oder? Okay, ich lieber nochmal Fähigkeitenstärke. Wie viel haben wir momentan? Fähigkeitenstärke 579. Das macht sich auch eindeutig hier bemerkbar in den ganzen Angriffswerten. So. Aber Vega, ja? Ja, er ist gerade tot. Kann halt nichts, ne? Er hat erstmal eiskalt eine Doppeltötung geklaut. Quatsch, er hat mir eine Dreifachtötung geklaut. Doppeltötung wäre ja nicht schlimm gewesen. Hammer geil, wir haben zwei Schakos hier in der Hut. Alter! Nidalee, kannst du nicht bringen. Ich muss echt aufpassen auf die. Da kommt ein Schakorn ran. Oh Gott. Ich werde von dem bestimmt gefokust. Seht ihr, da wollte mich schon wieder die kleine Nidalee haben hier. So, ich ignite die nochmal. Und mit denen. Oh, wie sie sich alle vor den Speer für mich werfen. Das ist richtig nett. Das ist ein gutes Team. Auch wenn es so aussieht, dass wir verlieren, opfern die sich ja noch. Oder steckt noch wenigstens den Schaden für mich weg. Das ist gut. Oh Gott, da kommt wieder Nidalee mit ihrem Masterpfeil. Speer, Entschuldigung. Ne, da renne ich jetzt nicht rein, da renne ich bestimmt schon tun. Oh, meine Freunde. Es wird spannend. Oh Gott, Twitch. Du Bruder. Ja, muss ich quasi warten, bis ich 2500 zusammen habe. Oh. Na, Kessel, den kann man es auch nicht verübeln, der kann auch nichts mehr machen, der Slowdive. Ja, das war's mit unseren beiden Türmchen. Und bevor ich spawne, war es das auch mit unserem Nexus. Aber 2010, 12 vor allem dann auch noch. Also nicht nur, dass ich mehr als doppelte an Kills hat, sondern auch ordentlich Support anzahlen. Ich hab da richtig gut mit geholfen, finde ich. Beim Verlieren. Scheiße. Naja. Aber so habt ihr zumindest den ersten Eindruck so von mir gewonnen. Wie ich halt so spiele, wie ich kommentiere. Ja, komm, gib ihm. Oh ja, komm. Und richtig hart mit dem Feuerball in die Foot. Und zack! Und du auch. Na, so denkst du, du bist ein ganz großer.
bist du auch, das Mond Schaden gemacht, keine Ahnung. Ja, wir machen jetzt noch keinen. Nein, wir geben nicht auf. Gegen eine Aufgabe gut. Auch wenn ich jetzt schon meine Fähigkeiten dafür verwende, die Minions zu töten. Es kann ja immer wieder sein, dass man einen Glückstreffer hat. Oder? Alter Minion! Ja, dann bringe ich dich halt vom Tower um. Komm. Danke. Ach, dann heile ich mich halt nochmal so. Besser als nichts. Alles klar, warte. Ja, das... Das wird's gewesen sein. Denke ich mir mal. 21.11. Wir dringen jetzt halt noch zurück, aber es scheint mir relativ unmöglich, hier noch die beiden Tower und Inhibitor zu bashen. Gut Job, Vega. Erstmal gut in Form. Alter! Ich glaube, das war seine Ulti. Hier ist er quasi im Sprung gestorben. So, jetzt darf ich mich nicht sofort direkt wieder dem Schaden da hinstellen. Halte ich mich natürlich schon wieder hier mit den scheiß Vasallen auf. Ne, das ist das. Komm, gib ihm, gib ihm, gib ihm! Hab ich den jetzt noch entzündet? Nee. Ach gut, damit Leute, steht's fest. 21:12. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr ja gerne ein Abo dalassen. Und mit diesem wunderschönen verloren Bild mitten in meinem Gesicht verabschiede ich mich bei euch. Einen schönen Tag noch. Tschüss.